Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Odo Sendai-Dukai und in diesem Video bekommst du einen super Überblick über den MSEC-Modulator Segments. Es wäre klasse, wenn du mir ein Like und Abo dalassen würdest. Dann legen wir mal los. Seit Bitwig 5 gibt es die MSEC-Modulatoren, die sogenannten Multistage Envelope Generators oder einfacher ausgedrückt die sehr flexiblen Hüllkurven. Einer davon ist der frei definierbare MSEC-Modulator Segments. Segments ist die logische Weiterentwicklung der traditionellen ADSR-Hüllkurven in all ihren Varianten, wie zum Beispiel DAH-DSR, Plug, AD, AR und so weiter. Im Gegensatz zu seinen älteren Varianten ist Segments sehr flexibel erweiterbar. Wenn dich das Thema tiefer interessiert, dann kannst du dir noch meine Serie über die Hüllkurven anschauen. Die findest du in der Videobeschreibung oder einfach in meinem Kanal. Schauen wir uns den Modulator einfach mal an. Beim Laden über den Browser findet sich Segments in der Kategorie Envelope oder auf Deutsch Hüllkurven. Als erstes fällt im Inspektor die Option Single Trigger auf. Dies ist für den monophonen Gebrauch da, damit bei gehaltener Note oder Taste eine zusätzliche Note oder gedrückte Taste die Hüllkurve nicht nochmal startet, sondern sie sich in den aktuellen Verlauf einreiht. An dieser Stelle unabhängig von Segments auch wichtig zu wissen ist, dass bei jedem polyphonen Device zusätzlich die Option pro Stimme erscheint, sodass für jede einzelne Note oder Taste eine eigene Hüllkurve gestartet wird. Die entsprechende Option findet sich dann auch wieder in dem Einstellungsbereich, zum Beispiel von Segments, rechts unten mit dem Namen Poly. Bei aktiviertem Poly bekommt also jede Note ihre eigene Segments-Hüllkurve, ist also damit polyphon. Und bei deaktiviertem Poly startet die erste Note aus einer Reihe sich überlappender Noten, die Hüllkurve und alle nachfolgenden Noten reihen sich brav ein, also paraphon. Und natürlich darf das Beschriftungsfeld nicht fehlen. Gerade wenn mehrere Modulatoren zum Einsatz kommen, sollte überlegt werden, diese Beschriftungsmöglichkeit zu nutzen. Und schließlich noch die Online-Hilfe, die wunderbar die Parameter des Modulators beschreibt. Beim Klick auf den Modulator öffnet sich die Einstellungsseite. Ganz oben links befindet sich ein Ordnersymbol, mit diesem ein Auswahlbrowser mit Kurvenpresets geöffnet werden kann. Die Kurvenpresets sind in allen Bitwig M6 benutzbar. Der Browser kann auch mit Steuerung Mausklick auf die Hüllkurve, auf dem Modulator sowie in der Einstellungsseite geöffnet werden. Für die Suche voreingestellt ist immer die aktuelle Kategorie. Es kann aber ganz einfach über alle Kategorien gesucht werden, wenn die Taste F2 gedrückt wird oder mit der Maus der Kategoriefilter gelöscht wird. Mit einem Rechtsklick auf die Segments-Hüllkurve im Einstellungsbereich kann auch wieder eine Hüllkurve geladen, gespeichert, kopiert, eingefügt und zurückgesetzt bzw. initialisiert werden. Wenn du dir schon ein anderes meiner Bitwig MSEC Videos angeschaut hast und das alles schon weißt, kannst du diesen Teil mit Hilfe der Kapitelmarken überspringen. Oder du nutzt die Gelegenheit für eine kleine Wiederholungssession, weil es hier und da auch ein paar Unterschiede gibt. Und es schadet ja nichts. Mit dem Linksklick wird der Pop-Out-Editor geöffnet, der auch bei Bedarf vergrößert werden kann. Links oben befindet sich wieder das Ordnersymbol, mit dem eine andere Hüllkurve geladen und zusätzlich rechts daneben ein Speichersymbol, mit der die aktuelle Hüllkurve gespeichert werden kann. In der Mitte des Fensters steht der Name der aktuellen Hüllkurve. Darunter befindet sich die mit 0 beginnende Skala. In der Zeile der Skala verwandelt sich die Maus in ein Lupensymbol, und der Editor kann hier gezoomt werden. Das geht auch überall im Editor mit der mittleren Maustaste. Aber nur hier kann mit einem Doppelklick auf die optimale Breite der Hüllkurve gezoomt werden. Mit gedrückter Maustaste und die Maus rumschieben wird gezoomt und gescrollt. Unter dem Editor links, gleich rechts neben der Beschriftung Tool, befinden sich verschiedene Zeichenwerkzeuge, die mit den Nummerntasten 1 bis 7 oder mit der Maus gewechselt werden können. Mit dem Zeigersymbol können einzelne Punkte vertikal wie horizontal verschoben werden. Mit einem Klick auf eine bestehende Linie wird ein weiterer Punkt eingefügt. Mit einem Doppelklick in einen freien Bereich wird ebenfalls ein neuer Punkt hinzugefügt, der direkt mit dem rechten und linken Nachbarn verbunden wird.
Mit einem Doppelklick auf einen bereits bestehenden Punkt wird dieser gelöscht. Und mit gedrückter Steuerung-Taste und Klick auf einen Punkt werden alle Punkte der nachfolgenden Hüllkurve horizontal mit verschoben, ohne die Hüllkurve zu verändern. Wird bei gedrückter Steuerung-Taste die Hüllkurve nach oben oder unten verschoben, so wird die nachfolgende Hüllkurve entsprechend der oberen oder unteren Grenzen gleichmäßig gestaucht. Das kann sehr hilfreich bei der Anpassung der Modulation sein. Mit gedrückter Steuerung-Taste zwischen zwei Punkten kann das entsprechende Segment hoch oder runter geschoben werden. Mit gedrückter Alt-Taste und dem Mausklick über einer Linie kann die Linie in eine konkave, also logarithmische, oder konvexe, also exponentielle Kurve verändert werden. Mit gedrückter Alt-Taste und dem Mauszeiger über einen Punkt werden die Linien rechts und links in Kurven verwandelt. In Abhängigkeit, ob sie beide nach unten oder nach oben führen oder ob eine Linie nach unten und die andere Linie nach oben führt. Einfach mal ausprobieren. Leider gibt es hier aktuell keinen Weg, um mit einem Alt-Doppelklick die Kurve wieder in eine gerade Linie zurückzuverwandeln. Der Workaround dafür ist entweder die Linie wieder von Hand zu begradigen oder du löscht einfach den Punkt und setzt ihn neu. Ich hoffe, die Alt-Doppelklick-Funktion kommt aber noch. Außerdem kann mit dem Zeigersymbol ein Auswahlrechteck gezogen werden, sodass mehrere Punkte einer Kurve gleichzeitig verändert werden können. Mit dem Stiftsymbol kann einfach frei in den Editor geklickt und rumgezeichnet werden. Alle anderen Funktionen mit der Steuerung und der Alt-Taste sind auch hier verfügbar, außer dem Auswahlrechteck. Die nachfolgenden Symbole sind grundlegende Zeichenhilfen wie Rechteck oder ganzer Schritt, halbes Rechteck oder halber Schritt, aufsteigender Sägezahn, abfallender Sägezahn und Dreieck. Und zum Schluss ein Plus-Minus, um die Hüllkurve unipolar oder bipolar zu schalten. Das Rechtsklick-Menü. Zusätzlich zu diesen Optionen kommen noch die Funktionen des Rechtsklick-Menüs im Pop-Out-Editor dazu. Je nachdem, welcher Segments-Play-Modus eingestellt ist, sind zusätzliche Optionen im Menü auswählbar. Das sind die Symbole unterhalb der Darstellung im Einstellungsbereich. In der ersten Zeile sind die Standardfunktionen Ausschneiden, Kopieren, Einfügen, Duplizieren und Löschen vorhanden, von denen bei einem ausgewählten Punkt nur die Löschenfunktion aktiviert ist. In der zweiten Zeile sind alle Maustools auswählbar, Zeiger, Stift und die grundlegenden Zeichenhilfen. Danach kommt je nach Play-Modus bei Hold Rechtsklick auf einen Punkt mit Option Haltepunkt setzen, um das Sustain-Level festzulegen. Beim Loop- und Ping-Pong-Mode beim Rechtsklick vor, in oder nach einem Loop jeweils unterschiedlich die Optionen Loop-Start setzen oder Loop-Ende setzen oder beide Optionen. Dann Funktionen, um die gesamte Kurve zu kopieren oder eine bereits von einem anderen MSEG-Modulator kopierte Kurve hier einzufügen. Oder die Kurve zum Standardwert, der beim Laden aktiv war, zurückzusetzen oder anders gesagt zu initialisieren. Schließlich kommt noch das Untermenü Transformieren. Vertikal maximieren bedeutet, dass die Kurve bzw. die Punkte im richtigen Verhältnis zueinander auf die gesamte Höhe gedehnt werden. Vertikal maximieren obere Hälfte, Mittelteil und untere Hälfte bedeutet, dass die Kurve und ihre Punkte in das obere, mittlere oder untere Drittel verschoben und eingepasst, also gequetscht wird. Horizontal normalisieren bedeutet, dass die gesamte Kurve in den Bereich der Skala zwischen 0 und 1 gestaucht oder gestreckt wird. Vertikal normalisieren bedeutet, dass die Kurve und ihre Punkte so lange nach oben gestreckt werden, bis der erste Punkt den oberen Rand erreicht. Horizontal und vertikal umkehren tut, was es sagt. Es klappt die Kurve entweder horizontal oder vertikal. Inhalt verdoppeln dupliziert die komplette Kurve einmal horizontal. Inhalt spiegeln hängt die gleiche Kurve seitenverkehrt rechts nochmal an. Ganz rechts befindet sich die Beschriftung Snap zum Einrasten an den Gitterlinien, die mit einem Mausklick oder der Taste S umgeschaltet werden kann. Und rechts daneben ist die Zahl der vertikalen und horizontalen Gitterlinien einstellbar, an denen eingerastet werden kann. Mit Steuerung plus Klick oder Doppelklick können die Zahlen von 0 bis 99 direkt eingegeben werden. Übrigens, wer gerne sehr breite Hüllkurven malt, kann sich hier richtig austoben. Es ist wirklich genügend Platz vorhanden.
So, weiter geht's mit den Detaileinstellungen. Rechts neben der Hüllkurvendarstellung befindet sich ein vertikaler Schieberegler, mit dem der Mount eingestellt werden kann. Also wie stark sich die Modulation auf einen von dir modulierten Parameter auswirken soll. Ganz praktisch, denn so kann eine Hüllkurve ein- und ausgefadet werden. Darunter befinden sich fünf Play-Modus-Symbole von links nach rechts. Beim One-Shot-Mode wird die Hüllkurve nur ein einziges Mal durchlaufen. Am Ende ist dann Ende. Beim Hold-Mode wird ein Punkt in der Hüllkurve als Sustain-Level definiert. Wie bei einem ADSR, wenn die Taste weiterhin gehalten wird. Mit dem Zeiger-Tool kann dieser Punkt im Pop-Out-Editor verschoben werden. Beim Looping-Mode wird die Hüllkurve von Anfang an durchlaufen, bis sie an den Endpunkt des eingestellten Loops kommt und springt dann so lange immer wieder an den Anfang des Loops zurück, bis die Taste losgelassen wird und die restliche Hüllkurve als Release fertig durchlaufen werden kann. Ob diese Phase dann gehört werden kann, hängt dann auch immer noch von anderen Parametern, wie zum Beispiel dem Standard-ADSR ab. Hier können Start- und Endpunkt des Loops auch mit dem Zeiger-Tool im Pop-Out-Editor verschoben werden. Der Ping-Pong-Mode ist ähnlich dem Looping-Mode, nur dass die Richtung gewechselt wird. Statt von ganz rechts nach ganz links zu springen, wandert der Ping-Pong-Mode immer hin und her. Und natürlich auch hier können Start- und Endpunkt des Loops mit dem Zeiger-Tool im Pop-Out-Editor verschoben werden. Ganz rechts ist dann wieder das Uni-Bipolar-Plus-Minus-Symbol, um die Hüllkurve zwischen nur positiven Werten und positiven und negativen Werten umzuschalten. In der nächsten Zeile befindet sich die Geschwindigkeitseinstellung, in der von Zeiteinheiten wie Minuten, Notenlängen wie Takte, Halbe und Viertelnoten, Punktierte oder Dotted und Triolen, Triplets, sowie Pitch, die Frequenz der aktuellen Note, und dem Hold, dem absoluten Stillstand, gewählt werden kann. Darunter das Symbol ganz links schaltet das Smoothing ein und aus und mit dem Drehregler rechts daneben wird eingestellt, wie stark Ecken und Kanten abgerundet, also gesmoothed werden. Damit können zum Beispiel Knackser entfernt werden oder aber du kannst eine Hüllkurve langsam ein- oder ausschwingen lassen. Ein guter Effektvergleich ist das von scharf nach unscharf und zurück fokussieren. Oder die Hüllkurve sehr akkurat abarbeiten oder eben nur so ungefähr irgendwie. Wenn du mit transientenreichen Sounds arbeitest, also sowas wie Percussions, solltest du diese Option vielleicht eher deaktivieren. Und schließlich ganz unten rechts befindet sich noch der Poly-Knopf, der, wenn eingeschaltet, dafür sorgt, dass jeder Ton und gedrückte Taste ihren eigenen Segmentsverlauf bekommt. Ausgeschaltet startet jede neue Note die Segmentshüllkurve erneut, wenn denn nicht im Inspektor der Single-Trigger aktiviert ist, der bei zusammengespielten Noten dafür sorgt, dass nur die erste Note die Hüllkurve startet. Alle anderen dazukommenden Noten oder Tasten sich in den aktuellen Hüllkurvenverlauf einreihen. Wie gesagt, wenn du mehr über solche Hüllkurven wissen willst, schau dir meine Hüllkurvenserie an, die ich in der Videobeschreibung verlinkt habe. Nun, es war wie immer wunderschön mit dir, aber leider ist unsere gemeinsame Zeit auch schon wieder vorbei. Mein Name ist Odo Sendaidokai, danke fürs Zuschauen und deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, von dir in den Kommentaren zu lesen und ich hoffe, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bleib gesund und rette die Zukunft. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.